Oh. Darf ich kurz nachdenken? Gerade so gut nehmen. Okay. Ich wusste Eier. Warte mal. Stehe hier im Schlauch. Feiertag? Das hab ich nicht. So, ja, grüß euch. Die ersten Klatschen. Das freut mich, das freut mich. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Palmsonntag. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr in allen Locations heute mit dabei seid. Ich grüße euch, Südpfalz, Kraichgau, Rhein-Neckar, Ludwigsburg, alle mit dabei. Ah, ich bin so herrlich heute Morgen begrüßt worden. Du schon wieder? Ja, es tut gut. Also wenn du weißt, so warst schon vor kurzem noch erst hier. Ich freue mich. Heute ist Palmsonntag. Es ist so der Zeit, ich mag diese Zeit um Ostern herum, weiß nicht, wie es dir geht. Ja, so die Zeit, wo das Leben zurückkommt. Wo es fängt an, die Sonne hat Power, es fängt an zu blühen. Ich weiß nicht, wer von euch das macht. Ich mache das ganz gerne, dass ich rumlaufe und immer an den Büschen schaue, so, ob sich schon so Knospen bilden. Kennt ihr das? Ja, im Schwäbischen, da wo meine Wahlheimat, ja, da gibt es diese Frage, die man sich stellt: Knospt's schon? Das ist einer der krassesten Zungenbrecher, die ich kenne. Ja? Stehen Sie an den Büschen, gucke, knuscht's schon? Nein, noch nicht. Ja? Ach, gucke mal, jetzt knuscht's. Ja, also könnt ihr mal probieren, hier und auch in den Locations und online daheim, das Wort knuscht's. Ja, das witzig. Die hinten denken sich, ja, was macht ihr? Aufzureden. Okay, hey. Wir sind auf dem Weg, hey, Frühling, ja, es kommt und Ostern ist so für mich so dieses, oh, das Leben kehrt zurück. Das Leben kehrt zurück. Und das ist das, was Jesus auch von sich sagt, das ist sein Thema. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin Sonne, ich bin das Ende vom Winter, ich bin Leben, ich bin bunt, ich bin einfach, ne, Freiheit, ich bin da. Und darum geht es eigentlich heute in dem Gottesdienst. Heute geht es darum zu sagen, hey, wir suchen nach dem Leben. Wir strecken uns aus nach dem Leben. Und wir suchen aber nicht nach dem Leben an sich, auch nicht nach Eiern heute Morgen hier, sondern wir suchen nach dem Messias. Die Überschrift von dieser Predigt heute heißt die Suche nach dem Messias. Und Jesus, der sagt, ich bin der Real Deal. Ich bin der, den du brauchst. Ich bin das Gelbe vom Ei. Ich bin der Schwabe, der sagt, horch Jesus, dann knuscht's bei dir. Gell? Also, ja. Und das ist so die Suche nach dem Messias, die wir heute gemeinsam anschauen. Damals, die Zeit, wo kommt Palmsonntag her, gab es einen großen Tag in Jerusalem. Einen Tag, wo auf einmal alle auf die Straßen gegangen sind, haben Palmzweige hingeworfen, Kleider, alles mögliche. Und sie haben gesagt, er kommt. Wir haben ihn gefunden. Wir wissen, wer da kommt. Er kommt in diese Stadt heute an Pessach. Er ist da. Er ist das Leben, nach dem wir uns sehnen. Hosianna. Tag. Wir berichten live aus der Hauptstadt Jerusalem. Soeben ist der bekannte Wanderprediger Jesus von Nazareth in die Stadt eingezogen. Dabei kam es zu einem großen Aufruhr. Ich habe einige Augenzeugen, die davon berichten. Franz, was können Sie uns dazu sagen? In einer Woche ist das große Pessachfest, für das viele Menschen friedlich in die Stadt eingereist sind. Alles war bestens vorbereitet, bis dieser mächtige Messias und seine Truppe aufgetaucht sind. Sie haben die Menschen regelrecht zum Tumult aufgestachelt. König Israels, Papperlapapp, Gotteslästerung ist das, Volksverhetzung. Wir, die höchsten Priester und der Hohe Rat, werden der Sache nachgehen. Vielen Dank. Anna, was können Sie uns berichten? Also ich bin eigentlich für das große Pessachfest hier. Und dann gibt es da plötzlich so ein Riesengedränge. Und ich denke so, ja, ich guck mal, was da los ist. Alle haben auch so gerufen, Hosianna, gelobt sei der König.
ich. Und ich boxe mich dann mal so nach vorne, ne, um mal bessere Sicht zu haben. Und jetzt Achtung, da sitzt dann so ein Typ auf so einem Esel und der war wirklich nur so mini. Also das war wirklich so ein Totschießen. Und der ist so durch die Straße geritten. Und ja, ich gucke jetzt mal, vielleicht macht er noch ein Wunder oder sowas. Das wäre der Wahnsinn. Dankeschön. Romulus, was können Sie uns zu dieser Situation erzählen? Ja, also wir, die römische Armee, haben natürlich längst wieder alles unter Kontrolle. Mit so einem Aufkommen haben wir doch gerechnet. Und es ist auch nicht der erste religiöse Spinner, der sich hier in Jerusalem als Messias oder Gottessohn feiern lässt. Also alles unter Kontrolle. Das beruhigt uns sehr. Vielen Dank. Lukas, ja. Berichten Sie von diesem Ereignis. Endlich, endlich ist es soweit. So lange haben wir schon darauf gewartet. Jesus wird uns von der Unterdrückung befreien. Gelobt sei Gott. Und wir dürfen dabei sein. Ausgerechnet wir. Ich meine, come on, oder? Ihr müsst alle nach Jerusalem kommen. Da müsst ihr dabei sein. Hosianna, gepriesen sei der König. Come on. Zu diesem Zeitpunkt kann man wohl noch nicht genau abschätzen, was diese Ereignisse zu bedeuten haben. Eine Frage bleibt: Wer ist dieser Jesus wirklich? Wir werden das weiter für Sie beobachten und berichten. Live aus Jerusalem, Ihre Renate, die rasende Reporterin. Ja, ein schöner Inside-Blick, wie es denn damals zuging in Jerusalem, als Jesus dort eingezogen ist. Also die unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die spürt man schon raus. Lesen mal den Text dazu, steht in Johannes 12. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Dann nahmen sie Palmenzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen, Hosianna! Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht, aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran, da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten, er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Aber die Pharisäer sagten zueinander, da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach. Alle Welt läuft ihm nach. Und alle rufen, Hosianna, Hosianna, gesegnet sei, wer da kommt im Namen des Herrn. Er kommt, das Warten hat ein Ende, jetzt ist es soweit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Szene beobachtest. Wir sitzen heute hier im Gottesdienst oder zu Hause oder in den Locations irgendwo und wir hören es, aber es macht nicht so wirklich was mit uns. Und die Frage ist natürlich, wie geschichtsträchtig war dieser Moment? Was war da wirklich los? Was war der Moment, als Jesus einzieht in Jerusalem auf einem Esel zum Pessachfest? Das ist der Moment, auf dem die Menschen in Israel gewartet haben. Nicht ein Jahr, nicht 5 Jahre, nicht 50 Jahre, sondern 500 Jahre lang. Auf diesen Moment. Wenn du in die Geschichte schaust, vor der Zeit, bevor Jesus gelebt hat, hat das Volk Israel dort gelebt in Freiheit bis ungefähr 500 Jahre vor Christus. Und dann kam die Unterdrückung, die Besatzung durch die Babylonier, danach durch die Perser und danach durch die Römer. 500 Jahre Unterdrückung. 500 Jahre nicht mehr frei gelebt. Und das Krasse ist, dass Gott selber zu Beginn dieser 500 Jahre
durch seinen Propheten Zacharia ihnen ein Leben in Aussicht stellend mit folgenden Worten: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, Klammern auf, ein Messias. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Ja, bei dem Text finde ich die Bibel schon interessant auch, ne? Also, ein Esel, geboren von einer Eselin. Gab es damals andere Methoden, einen Esel herzustellen oder so? Ja, so. Gab es schon Made in China? Ja, so. Aber da gibt es bestimmt eine tiefe Bedeutung, will ich jetzt gar nicht drüber auslassen. Gott verspricht einen Retter. 500 Jahre zuvor verspricht er ein Leben, wo alle sagen, danach sehen wir uns. Und 500 Jahre warten sie und suchen nach dem Retter, suchen nach dem König, suchen nach dem Messias. Kurze Begriffsklärung zum Wort Messias. Was bedeutet Messias? Messias bedeutet der Gesalbte, der von Gott eingesetzte König, der Retter. Messias ist das hebräische Wort. Griechisch bedeutet es Christos, was wir heute kennen als Christus. Ja, deswegen für dich einfach, wenn du es zum ersten Mal hörst, Christus bedeutet der Retter, ist nicht der Nachname, wie hieß Jesus mit Nachnamen Christus, nein, es ist wirklich eine Identität, die ihm dazu gesprochen wird. Und dieser König kommt zu dir. Und jetzt kommt dieser Wanderprediger, Jesus, nach Jerusalem. Und er kommt nicht irgendwann, nein, er kommt wann? Zum Pessachfest. Was ist Pessach? Es ist der Tag, wo man sich an die Befreiung erinnert, aus Ägypten, das ist so eine Art hebräischer oder israelischer Independence Day. Ja? Dort kommt er punktgenau zu der Zeit. Und wie kommt er? Reitend auf einem Esel. Moment. Schriftrolle raus, nachgeguckt. Match. Das ist er. Das ist er. Passt alles, passt alles. Ja? Der Tag passt, Pessach passt. Der Esel passt, alles passt. Sie wissen, jetzt knospt's gleich in Jerusalem. Ja, die wissen, jetzt geht's gleich los. Und deswegen sind sie, bam, sie sind da und sagen, Hosianna, 500 Jahre haben wir auf den Tag gewartet. Jetzt sind wir da. Hosianna, Hosianna, ja, kennen wir jetzt heute auch nicht so, ist nicht so geläufig in unserem Sprachgebrauch. Hosianna klingt irgendwie nach Worship. Also ja, wenn du in der Kirche bist, Hosianna passt immer. Das ist eins von den Worten, wo wir Christen eigentlich keine Ahnung haben, was wir da rufen, aber es kommt immer gut. Ja? Hosanna, Arme gehen hoch, Lobpreis passt schon. Ja? Aber was bedeutet Hosanna? Na? Wissen viele gar nicht. Hosanna ist ein ganz interessantes Wort und zwar hat es zwei Bedeutungen. Es ist zum einen ein Fleh und zum anderen ein Jubelruf. Zwei Dinge vereint in einem Wort. Ein Flehruf und ein Jubelruf. Der Flehruf ist: Hosianna, hilf doch. Hilf doch. Was die Leute rufen ist, hilf doch. Hosianna ist der Inbegriff der gesamten Erwartungshaltung des Volkes. Hosianna, hilf uns. Rufen sie aus, befreie uns. Und gleichzeitig der Jubel, der heißt, du kannst es. Hosianna, hilf uns, du kannst es. Und das ist der Jubel und der war exklusiv. Ja, hilf uns, du kannst es. Das hast du nicht deinem Nachbarn gesagt, wenn deine Katze auf dem Baum saß und gesagt hast, Hosianna, hilf mir, du kannst sie da runterbringen. Ja? Das war exklusiv ein Ruf, den Menschen einem König da brachten. Einem König. Jemanden, der wirklich retten konnte. Jemand, der wirklich befreien konnte. Einem König durftest du zurufen, Hosianna. Sie riefen, Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. In dem Moment an Palmsonntag, wo Jesus in Jerusalem einzieht, auf einem Esel zu Pessach, entladen sich 500 Jahre Erwartungshaltung. Bam! Alles fliegt auf die Straße. Palmzweige, ne? Alle Palmzweige fliegen auf die Straße. Kleider werden auf den Weg geschmissen. Alles wird vorbereitet. Den Leuten ist alles Schnurz. Ja, die Römer, vor denen sie Angst haben, das kannst du ja nicht machen. Sie sollen uns ins Gefängnis werfen, ist uns egal. Heute ist der Tag. Die Pharisäer, die Priester, was die mit uns machen, ob wir aus dem Tempel rausfliegen oder ist uns egal, aus der Synagoge.
Wir ziehen raus, wir gehen auf die Straße. Heute ist unser Tag, unsere Suche nach dem Messias hat ein Ende. Heute ist der Tag. Palmsonntag könntest du passend überschreiben mit den Worten: der Sonntag der Erwartungen. An dem Sonntag haben sich die Erwartungen offen gezeigt. Wurde ganz klar, hey, was ist passiert? Diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen, der Spiegel von auch Leuten, wie wir heute an Ostern rangehen, uns, was wir uns erwarten. Diese Woche war die Woche der Wahrheit über Jesus. Haben wir auf den Richtigen gesetzt? Haben wir den Richtigen gefunden? Das ist die Frage. Es gab keine andere Frage an dem Tag, außer: ist er es oder ist er es nicht? Kann ich meine Erwartungen an Jesus knüpfen? Kann ich meine Erwartungen an Jesus hängen? Und die gleiche Frage haben wir heute auch. Eine Woche vor Ostern. Ist der es oder ist der es nicht? Heute ist Palmsonntag, nächste Woche ist Ostern. Vielleicht bist du heute hier und sagst, keine Ahnung. Ist der es oder ist es nicht? Kann ich meine Erwartungen an ihn hängen? Wenn wir heute einen Reporter rausschicken würden, so wie damals, hätten wir die gleichen Ergebnisse, von links bis rechts, alles mit dabei. Ja, wir hätten so einen Lukas, der gesagt hat, hey, der war on fire, der war voll für Jesus. Der hat gesagt, come on. Lukas, komm mal kurz raus zu mir, wenn du schon mal da bist. Ja? Lukas war einer, der ist vorne weggegangen. Habt ihr vorhin gehört? Come on, Jesus. Ja? Er war einer, der gesagt hat, ich bin on fire. Ich bin on fire für Jesus. Ich weiß, das funktioniert. Er hat immer sein Megafon dabei. Er ist der, der nicht Jesus auf Insta gefolgt ist. Er hat die Posts gemacht. Ja? Er wusste genau, Jesus ist der real deal. Und er ist vorne weggegangen mit seinem Megafon und er hat die Leute zum Mitrufen animiert und er hat immer wieder gerufen, Hosianna! Hosianna, 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 Hosianna. So, geht jetzt noch eine halbe Stunde. Ja, so. Das war Lukas. Lukas war on fire. Und vielleicht bist du auch so einer, der sagt, hey, ich bin auch so ein Jesus-Freak. Ja? Ostern kommt, gib mir ein Megafon. Ich hole sie alle aus den Häusern raus. Ja? So richtig so einer. Es gab welche, die nicht so ganz überzeugt waren. Vielleicht so wie die Anna, ja? Die gesagt hat, ich bin da, finde ich gut. Da geht immer was. Ich bin immer da, wo was passiert. Und ich habe auch so eine gewisse Erwartungshaltung. Ich bin nicht so krass drauf wie der Lukas. Aber so eine gewisse Erwartungshaltung. Und sie geht los und sie followt auch Jesus und sie macht erstmal so ein Foto mit ihrem Handy und schreibt dann drauf, Hashtag Hosianna. Hosianna. So macht sie ein Foto und postet es und sagt, hey, ich bin grundsätzlich offen. Ich bin offen für, dass Gott was tut. Wenn der mich jetzt überzeugt, wenn der jetzt was richtig Cooles macht, so ein kleines Wunder, hat er mich. Bin ich mit dabei. Es muss nicht nur, noch nicht mal der große Umbruch sein, ja, aber so ein klein bisschen was. Zeig mal, was du kannst. Hosianna bedeutet für sie, Gott, du kannst mich überzeugen. Ich kenne ganz viele Menschen, die auch dieses Gefühl haben und sagen, hey, grundsätzlich bin ich offen, dass es was Übernatürliches gibt. Grundsätzlich glaube ich auch irgendwie an Jesus, ja, dass er noch lebt oder noch nicht so richtig tot ist oder wie auch immer. Traue ihm noch ein bisschen was zu. Hey, wenn der so ein kleines Wunder in meinem Leben macht, dann hat er mich. Dann bin ich mit dabei, dann sage ich, Hosianna. Hast du eine Erwartungshaltung. Und dann gibt es noch den dritten, ja, mal eine ganz andere Gruppe, den Romulus. Null Erwartung. Nothing. Ja? Jesus ist für ihn ein Spinner, maximal ein Problem. Ja? Er ist mit dem Rücken zu Jesus. Wo Jesus einreitet in Jerusalem, steht er mit dem Rücken da und guckt die Leute an und guckt, dass die nicht durchdrehen. Und er denkt sich nur, hey, Lukas, noch einmal Hosianna durch dein Megafon und ich steck dir das Ding sonst wohin. Ja? Das ist Romulus, weil Jesus nervt ihn. Das, was die Menschen aus Jesus machen, nervt ihn. Noch so ein religiöser Spinner. Das ist nicht sein Thema. Er sagt sich, hey, brauche ich alles nicht. Und dieses ganze Judentum und diese ganze Religion, das ist einfach nicht meine Weltanschauung. Ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Hey, und vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, ich bin eher so ein Romulus. Bin weder Lukas noch Anna. Ich bin einer, der hat null Erwartung,
null Erwartung. Und du sagst dir, hey, ich kenne auch solche Lukas-Leute, solche religiösen Spinner, ja, die immer sagen, du brauchst Jesus, die mit dem Megafon morgens vor deiner Tür stehen, ja, und die dich dann in Gottesdienste mitnehmen, wo du selber nie hingehen würdest. Wenn du heute hier bist mitgebracht worden, lächel doch mal nach links oder rechts, ja. Ne? Du brauchst das alles nicht, manchmal nerven so Leute auch. Sag sie, jetzt fahr doch mal runter. Du bist einer, der sagt, ich brauche das nicht, ich brauche keinen Retter, ich brauche keinen Messias. Romulusse suchen maximal nach Eiern an Ostern, aber nie nach einem Messias. Nie nach irgendeinem Gott, nach einem Leben, nach dem Tod, Sünde, das ist alles gar nicht ihr Thema. Und wir haben diese drei Sichtweisen, diese drei unterschiedlichen Charaktere. Ich habe mich gefragt, wie war denn der Blick von Jesus selber an dem Tag? Hast du schon mal gefragt? So ein Theaterpädagoge könnte man jetzt sagen, schlüpft man in die Rolle von Jesus, setz dich mal auf den Esel und reite los. Und jetzt kommst du da rein in Jerusalem und 500 Jahre geballte Erwartungshaltung schüttet sich über dir auf. Jubelrufe, Hosianna, so Lukas kommt um die Ecke. Dann irgendwelche, die eher so Flehrufe, Hosianna, hilf uns, befreie uns. Und dann siehst du die bösen Blicke der Pharisäer, die sagen, wir machen dich fertig. Und die Römer, die sagen, wir wollen mit dir gar nichts zu tun haben. Und du reitest da rein, wie geht's dir? Was machen diese Rufe mit dir? Das ist ganz spannend. Und ich glaube, die Antwort auf die Frage, was macht das mit Jesus, ist ganz eng verknüpft mit dem, wer war Jesus wirklich? Wer war er wirklich? Er wusste es. Die Leute wussten es nicht. Die Leute haben geraten, haben gehofft, aber er wusste es. Wenn Jesus ein Hochstapler gewesen wäre, dann hätte er bis hierhin alles richtig gemacht. Er hat seine Hausaufgaben gemacht. Er kannte sich in der Schrift aus. Er wusste, was die Leute erwarten. Er wusste, an welchem Tag er in Jerusalem einreiten musste. Und er wusste sogar, worauf er einreiten musste. Er wusste, ich muss, das hat er in den Propheten gelesen, wenn ich komme, Esel. Und er ist auf einem Esel eingereiten. Und nicht nur auf einem Esel, sondern auf einem Esel, geboren von einer Eselin. Alles richtig. Und das ganze Volk lief ihm nach. Und er wusste, heute ist mein Tag. Heute, ich habe sie alle hinter mir. Wenn ich jetzt nur noch, ich brauche nur noch so machen, die würden alles für mich tun. Die würden wie nie zuvor aufstehen und für ihre Freiheit kämpfen. Doch das blieb aus. Kein Wort. Keine Revolution. Kein Wunder. Keine Machtübernahme. Stattdessen ließ er sich 4 Tage später in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gefangen nehmen. Und als es zum Showdown kommt vor dem Hohen Rat, vor dem Statthalter Pontius Pilatus, kein Wort. Kein mächtiger Messias und damit keine Befreiung. Kein König und keine erfüllte Prophetie. Hast du dich schon mal in deinem Leben so richtig verarscht gefühlt? Hast du schon mal aufs falsche Pferd gesetzt oder auf den falschen Esel? Kennst du, dass du Entscheidungen getroffen hast, die du zutiefst bereust? Dann kennst du das Gegenteil von Erwartung. Enttäuschung. Ich dachte, es wäre richtig. Es war falsch. Ich dachte, ich kann dir vertrauen. Falsch. Ich dachte, du bist der Richtige, du bist die Richtige. War falsch, ich habe mich geirrt. Ich war 100% sicher und ich bin zu 100% enttäuscht worden. Das passiert mir kein zweites Mal. In dieser Woche wird Jesus zur größten Enttäuschung für das Volk Israel seit 500 Jahren. Bam. Bam. Und die Rufe von Hosianna, hilf uns, du kannst es, drehen sich um in Rufe, kreuzig den.
zutiefst enttäuscht. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wen von den beiden soll ich euch freigeben, antwortete die Menge Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias? Wollte Pilatus wissen. Ans Kreuz mit ihm, riefen sie alle. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter ans Kreuz mit ihm. Dieser Jesus ist die größte Enttäuschung. Weg mit ihm. Er hat uns verarscht. Aber so derbe wie noch kein anderer davor. Und wer war am lautesten? Lukas. Lukas, der vorher gesagt hat, er ist es, come on, alle, Hosianna hat alle aufgeheizt. Er nimmt sein Mikrofon und er richtet es gegen Jesus. Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und so ging es die ganze Zeit. Und die Anna? Anna war jetzt ja nicht mit der riesen Erwartungshaltung gekommen, aber dass jemand so komplett versagt. Sie nimmt ihr Handy und sie geht zum Kreuz und macht ein Foto und sie postet auf ihrem Account Hashtag größte Enttäuschung ever. Wenn er sich zumindest gewehrt hätte, wenn er zumindest mal den Anschein gemacht hätte, ein bisschen was zu tun, die Chance zumindest, es zumindest mal zu versuchen, aber nichts, kam gar nichts. An dem Tag hat Jesus alle enttäuscht. Und vielleicht kennst du das auch, dass du sagst, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch schon mal diesem Jesus vertraut. Ich habe auch schon mal meine Hoffnung an ihn gehängt. Ich war auch schon mal offen und habe gesagt, Gott, wenn du nur eine kleine Sache machst, wenn du nur meinen Partner heilst, wenn du mir nur beistehst, wenn ich gemobbt werde, wenn ich nur in der Situation von dir eine Hilfe erfahre, im Job, in der Firma, wo auch immer. Und du hast gerufen, Hosianna, hilf mir, du kannst es. Und nichts passiert. Und du wirst enttäuscht. Dann weißt du, wie die Leute sich gefühlt haben. Damals. Jesus hat sie alle enttäuscht in der Woche. Den Lukas, die Anna, den Romulus. Romulus auch? Romulus saß schon immer so da. Romulus hat sich nichts erwartet. Romulus wusste, hey Leute, ich hab's euch vorher gesagt, das ist ein Spinner. Wurde Romulus auch enttäuscht? Ja. Romulus dachte, Jesus sei ein Spinner. Aber er hatte sich getäuscht. Er wurde enttäuscht. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Romulus wurde enttäuscht. Er hatte sich getäuscht. Jesus war doch der, der gesagt hat, zu spät für ein Halleluja, zu spät für ein Hosianna. Ich glaube, nein. Denn Jesus setzt sich kurz vorher genau für diesen Hauptmann und seine Soldaten bei seinem Vater ein, indem er sagt, als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wurde, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus sieht Romulus. Jesus sieht, wie er da ist. Jesus sieht und er hat ihn lieb. Und Jesus sagt, ich werde dich retten. Ich werde zu deinem Messias. Dieser Hauptmann ist der erste Mensch, der nach dem Tod von Jesus offen bekennt, Jesus ist der Christus. Jesus ist Gottes Sohn. Und was ist diesem Menschen versprochen? Da steht in der Bibel, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von deinem ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Steht witzigerweise im Römerbrief, Romulusbrief. Ja? Den zweiten Teil gab es zu dem Moment nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen und gehe davon aus, dass er diesen Schritt gemacht hat, weil er erkannt hat, wer er wirklich war. Dieser Römer hatte sich nichts von Jesus erwartet, aber Jesus war voller Liebe für ihn. Romulus war nicht auf der Suche nach einem Messias.
aber der Messias war auf der Suche nach ihm. Und noch einem anderen ging es so in dieser Woche. Ja, wenn du davor gelesen hast, da wurden ja noch zwei mitgekreuzigt. Zwei Leute, die, wo Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem eingezogen ist, gemerkt haben, für uns ist die Zeit durch, wir werden hingerichtet, wir wissen das. Und jetzt hören sie aber, Jesus kommt. Und Jesus wird angefeuert. Und sie wissen, ach, hat mit uns nichts zu tun. Oder doch? Oder doch? Wenn Jesus jetzt richtig Vollgas gibt, hey, vielleicht haben wir noch eine Chance und er holt uns hier raus. Vielleicht passiert was. Womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass dieser Jesus am Freitag genau zwischen ihnen hängen würde. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm: Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn du die Worte der Person neben Jesus in einem Wort zusammenfassen wolltest, welches wäre das? Hosianna. Hosianna, ich weiß, wer du bist. Ich erkenne, wer du bist. Du bist der Gesalbte Gottes. Du bist der, auf den wir gewartet haben. Ich habe mein Leben vergeigt. Ich habe nichts Gutes gemacht. Ich hänge hier und trage die Strafe für das, was ich getan habe. Aber du bist der Messias. Und ich kann keine Ansprüche stellen an dich. Aber ich habe eine letzte Bitte. Hosianna, hilf mir. Ich weiß, du kannst es. Und Jesus spricht ihm direkt die Rettung zu. Er sagt: Hey, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute werde ich dich retten. Heute werde ich zu deinem König. Er spricht es ihm direkt zu. Und in dieser Spannung stehen wir an Ostern immer. Hat Jesus ihn gerettet aus der Sicht des einen, der gesagt hat: Mach was, du bist doch der Messias? Nein, er hat komplett versagt. Komplette Enttäuschung, er stirbt. Und den anderen, ja, weil er hat das gefunden, wonach er sein Leben lang gesucht hat, den Messias, sein Retter, in der Not und in der letzten Sekunde. Halleluja. Hosianna. Gehen auch wir in diesem Jahr auf diese besondere Woche zu. Und wir werden konfrontiert mit dem Leben und mit dem Sterben und mit dem Auferstehen von Jesus. Und auch wir stehen vor der Frage: Ist er es oder ist er es nicht?
Ostern stell diese Frage an dich persönlich. Was erwartest du? Wenn du nicht reinhörst, nach was suchst du? Wonach sehnst du dich? Suchst du nach Frieden? Suchst du nach Antworten? Suchst du nach Freiheit? Nach Freude? Ist dieser Jesus vielleicht der, der behauptet zu sein, der Weg, die Wahrheit und das Leben? Ist er das, der das bringen kann? Und ich lade dich ein, dich diese Woche auf die Suche zu machen nach dem Messias. Mach dich einfach auf. Mach dich auf, egal von welcher Seite du kommst, ob vom Lukas, von der Anna, vielleicht aber gerade von dem Romulus. Vielleicht gerade von dem, dass du sagst, ich könnte noch nicht mal benennen, selbst wenn du mir das sagst, ich suche einen Messias, könnte ich es noch nicht mal sagen, dass ich es tue. Aber vielleicht merkst du, dass es irgendwas gibt, wo du merkst, da muss es doch mehr geben. Da muss doch was sein. Und wenn du so ein Klopfen spürst an dein Inneres, dann darf ich dir zusprechen. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich hineinkommen. Und wir werden Gemeinschaft haben miteinander. Das sagt Jesus selber. Und wenn du heute hier bist, in den Locations irgendwo, im BahnTV, wo auch immer, und sagst, hey, ich brauche so einen Messias. Ich brauche jemanden, dem ich zurufen kann, hilf mir, du kannst es. Dann darf ich dir zusprechen, was Jesus sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Jesus didn't want heaven without us. Jesus wollte den Himmel nicht ohne uns. Jesus wollte nicht ohne mich sein und Jesus möchte nicht ohne dich sein. Lass uns auf die Suche machen und ihm zurufen, Hosianna. Amen.